Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Guten Abend. So, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum ich so blöd mit der Brille gucke. Ganz einfach, schaut mal hier. Ich habe zwei Cinder Pearls oder Aschperle genannt. Und? Und jetzt haben wir mehr als genug Blaze Powder. Nein, ich hatte noch Blaze Powder in der Tasche. Also das ist, hat sie jetzt nicht keine Ahnung. Ja. Was soll das denn jetzt hier? Was hast du kaputt gemacht, Opa? Ich nicht. Aber du wolltest uns verarschen wieder, was? Was? Wer verarscht wen? Ich verarsche niemanden. Nein, ich verarsche garantiert nicht. Warum auch? Ich habe nur die besten Absichten. So, meine Enderperlen nehme ich mal hier raus. Opa hat gleich keine Zeit mitzukommen auf Endportalsuche. Das werde ich gleich machen. Aber sobald wir das Endportal gefunden haben und in Betrieb genommen, werden wir Opa dazu rufen. Weil ihr könnt ja bei ihm sehen, aus seiner Perspektive, was er gerade Schönes baut und macht. Gar nichts, ich stehe rum und tue nur so. Das glaube ich. So, 13 Enderperlen. Ich brauche aber noch ein paar mehr. Also nicht Enderperlen, sondern Blaze Powder. Geh mal bitte schlafen. Schon getan. Jawohl. Wo schon wieder reif. Alter. Alter, bist Meins. Du. Ah ja, bevor wir auch ins End gehen, liebe Zuschauer, ich brauche einen Magneten. Ach, das ist das Problem. Boah. Weil besonders im End braucht man einen Magneten. Besonders dort. Weil sonst alles ins wunderschöne, nichts verschwindende, alles fressende, nichts fällt. So. So, es gibt ja leider nur die Magneten von NIO oder von Botania. Botania mache ich jetzt nicht, sondern eine NIO. Das ist ja sowieso, wie ihr mittlerweile wissen müsstet, meine Lieblingsmod. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen Vibrant Crystal. Dafür brauchen wir Vibrant Alloy. Ich hoffe, wir haben noch so viel. Nicht so. Kupfer. Wenn alle Strecke reißen, muss ich eine Enderperle dafür hergeben. Warum? Damit ich Vibrant Alloy kriege. Weil wer mit Ender.io arbeitet, braucht viele Enderperlen. Warum? Nur hierfür brauche ich in dem Sinne zum Glück nur eine. Vorausgesetzt, Warum? Ich habe kein Vibrant Alloy. Darum. Nee, hier ist auch kein Vibrant Alloy. Ich habe alle Kisten ausgepackt, aber hier ist nirgendwo Vibrant Alloy drin. Okay. Ach, das ist ein bisschen ernst, oder? Ach, sehr dank. Uranium Ingot. Auch nix. Nothing. Noch mehr Uranium. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du da? Okay. Haben wir wirklich nicht. Wir müssen so ein Ingot herstellen. Vibrant Alloy Ingot. Okay, machen wir das. Dafür brauchen wir ein Redstone. Den Card-Assembler hattest du stehen gelassen, ne? Hinten. Ja, den habe ich stehen gelassen. Und da denk doch an die Kiste mit der Fackel darüber. Da habe ich für dich dieses Plastik drin gelassen. Oder Plastik, beziehungsweise. Ach, oder zumindest die Rotzutat davon. Das wolltest du ja auch noch behalten. Du wirst sehen, die Hütte ist, die Berghütte ist total verwaist. Da ist nicht so niemand mehr. Ja, das ist ja grundsätzlich nicht so schlimm. Nö, das Grundstück ist jetzt komplett deins. Ja, ich bin ganz zufrieden mit meinem neuen Zuhause, auch wenn ich hier noch einiges machen muss. Habe ich keinen Glowstone? Ich habe auch noch einiges zu tun. Deswegen gucke ich mal, dass dann in der nächsten Mining Session der Berg hier oben drauf wegkommt. Mhm.
Und dann muss ich das hier alles so basteln, dass es vernünftig ist. Wird noch ein Spaß werden. Ja, Deswegen das muss halt wird. unbedingt der Keller fertig werden, damit ich hier oben aus der oberen Ebene das Zeug alles rauskriege, damit ich dann das Zeug darüber ziehen kann. Und so viel zu tun noch alles hier. Ja, das geht mir ja nicht anders. So, her damit. Das ist mein Vibrant Alloy. Jetzt brauche ich ein Emeraldos. Ach, warum stehe ich denn überhaupt da hinten in die Ecke rein? Da sehe ich den noch nie wieder. So, den habe ich auch. Habe ich hier noch irgendwo was von? Komisch, dass der Shotcut jetzt gar nicht mehr funktioniert. Der ging mal eine Weile lang. Oh, hier ist ja auch noch alles voll mit Kisten. Quatsch, mit. Hütte. Du hast doch meine Hütte gesehen, wie viele Kisten ich hier stehen habe. Da wird einem schlecht bei. Ja, ich hab hier noch 8. 9 Doppelkisten stehen. Oh, die muss ich auch mal ausräumen. Ein Redstone und Ja, Eisen. später. Ich brauche 4 Redstone, 4 Eisen. Das ist ja auch kein Problem. Was war das andere nochmal? Eisen und Silizium, um daraus elektrischen Stahl herzustellen? Nee, Kohlepulver Und und Silizium. Kohle. Ja, Ja. ja, ja. Eisen, Kohlepulver, Silizium. So eine Hülle. Ein Standard? Reicht eine Standardhülle? Da ist Silizium. Jetzt brauche ich Eisen, Eisen und habe ich schon erwähnt Eisen? Ja gut, Eisen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Einzige, was wirklich, wo ich wirklich mehr als genug habe. Bei mir sieht Also. es eisentechnisch auch ganz gut aus. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fast 8 Stacks Eisen in der Kiste. Und ich habe noch Eisen, Erz. Ja, noch 2 Stacks Eisenerz in der Kiste. Also eisentechnisch geht es mir auch soweit gerade aktuell ganz gut. Wenn ich daran denke, am Anfang, als ich gar kein Eisen hatte. Wo ist es denn jetzt da? Elektrischer Stahl. Baff, baff. Und brenn durch. Gleich habe ich einen Magneten. Was macht eigentlich meine Batterie? Ist die leer? Nö, die ist voll. Sehr schön. Ist noch mal voll Dann hier. flutschen mir nie wieder die Items aus der Hand. So. Du da. Reactive Iron. Und ich glaube, das war schon alles, ne? Ja. Bams, Bams. Jawohl. Magnetos for Gewinners. Ach, geht doch rein. Tragen Magneten um den Hals wie ein Halsband. Auch nicht schlecht. Ist witzig. Ja, ich muss sowieso noch irgendwann mein Jetpack wieder upgraden auf die nächste Stufe. Liebes Herr Kart, was hattest du alles drin gehabt? Du hast eine Top-Zeit. Alter, Enderium. Top-Zeit, Cole und Goodcutter, okay. Brauchen wir für Enderium nicht Enderperlchen? Yep. Ein Grund mehr, warum ich Enderperlen brauche. Für Enderium. So, Opa, ich komme jetzt bei dir vorbei, weil ich brauche noch Enderperlen von dir, damit ich das mit dem Portal fertig machen kann. Ich habe keine Enderperlen mehr. Was? Wieso hast du keine mehr? Du hattest doch welche gesammelt. Ja, aber die sind alle weg. Wieso? Weil Baum. Du hast sie fürs Bauen verballert? Du wusstest doch, wofür wir die brauchen. Ja, das ist richtig. Lappen. Jetzt darf ich die Nacht abwarten. Attention, nein, Coal Engine und ein Tool, das ist der Wood Cutting Core. Oh, was ist passiert? Ich wollte eigentlich nur was craften. Ich bin mal auf die Okay. Fehlermeldung gespannt.
Dein Spiel ist also einfach abgeschmiert. Nö, ich bin einfach nur aus dem Server rausgeflogen. Mein Spiel ist nicht abgeschmiert. Merkwürdig, ich habe hier da auch keine Probleme. Bei mir läuft es ganz normal weiter. Payload may be not longer than 32.000. Okay. Irgendein Payload, aber. Hä? Was denn Payload? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Die Fehlermeldung, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hatte ich noch nie gehabt. Payload will be not longer than 32.000 Bytes irgendwas. Ganz komisch. Ich mache aus Sicherheitsgründen mal ein Backup. Das war, wo ich das hier craften wollte. Dann Ach nee, warte mal. Oh. Grund gefunden für das Problem? Das wollte ich craften. Aber. Und doch, das genau das Ding brauche ich eigentlich. Aber egal. Okay, da fehlen mir die PCBs für. Ah, die PCBs, die brauchen ja auch Gold. Also ich glaube, dass meine Enderperlen werden nicht reichen. Dann muss ich tatsächlich die Nacht erstmal wieder auf die Suche nach Endermännern gehen. Da du deine Enderperlen leider verballert hast. Okay, es liegt an dem einen Rezept. Wenn ich das eine Rezept versuche, über das ME-System zu craften, schmeißt er mich raus. Welches Item ist das denn? Der Woodcutting Core. Woodcutting Core. Weh, du versuchst das jetzt auch. Nein, ich hab sowieso kein System. Das ist von dieser Schienen-Mod, ne? Ja, Steve Quartz. Genau. Okay, das heißt, das Ding muss ich manuell herstellen. Wollte ich gerade sagen, stell das Ding manuell her. Braucht das Ding zufälligerweise XP beim Herstellen? Nein. Oder sonstige Items oder oder irgendwas? Oder irgendein Element? Ja, Items halt, ne? Ja, abgesehen davon. Nö. Nur 8 Oak Saplings und ein PCB. Okay. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie was großartig Schlimmes oder so. Merkwürdig. Da hat Energy Six tatsächlich ein Problem damit. So, es ist Nacht, es muss leider Nacht bleiben, weil ich muss jetzt Enderperlen farmen. Aber ich kann ja zumindest schon mal in die Richtung. Nein, wenn ich in die Richtung gehe, dann verlege ich die Orientierung später, dann muss ich noch ein Enderauge werfen. Nee, danke. Jetzt mal konkret auf die Suche nach Endermännern. So, dann assemble das mal. Ja, achso, nee. Gib mir mal so einen stinknormalen. Kannst du irgendwas mit ganz normaler Kohle anfangen? Normale Kohle. Rezepte, die du mit der Sackmill machst. Oder, nee, Quatsch, mit dem Alloy-Smelter. Warum? Ja, einfach so. Normale Kohle brauchst du auch, ja, also es gibt genügend Sachen, die kannst du mit Charcoal nicht machen. Also normale Kohle wird immer gebraucht. Ja, aber jetzt nicht unbedingt irgendwas grundlegend extrem Wichtiges oder sonst irgendwas. Es sei denn, wie gesagt, es ist etwas, wofür du Ender-IO-Maschinen benötigst. Das braucht meistens Kohle. Ja, aber nicht so in Massen, sagen wir es mal so. Nein, so natürlich nicht, das ist richtig. Nee, Itzi-Bitzi-Spinne, ich such dich nicht. Oh! Nice! Da warten zwei Endermänner auf ihren Tod. Okay, jetzt passt das wieder. 11 Enderperlen ist trotzdem etwas zu wenig. Das reicht mir nicht. Weil ich weiß nicht, wie viele Enderaugen ich für das Auffinden des Portals benötige. Hi. Das liegt mit an dem Glück, wie schnell das, ob das Auge überlebt oder ob das Auge zerdroppt. Wie viele Meter in eine Richtung fliegen empfiehlst du, bevor man das nächste Auge wirft? Werfen. Fliegen. Und erstmal das Auge wieder einsammeln und dann losfliegen.
Vorausgesetzt, es zerfällt nicht. Und dann, keine Ahnung, 300, 400 Blöcke. Auf jeden Fall ausreichend. Ja. Okay, das passt. So, jetzt habe ich 13 Enderperlen. Ist mir immer noch ein bisschen zu wenig. Da ist noch ein Enderman. Hallo Endermännchen, komm zu Papi. Papi möchte Perlen. Möchte eine hübsche Halskette machen. Der hat gar keine Enderperle gedroppt. Was eine Sauerei. Ach, komm. Oh, hier sind Kristalle. Ordnungskristalle. Die brauche ich auch. Na, wenn aber mir. Ja, aber da habe ich jetzt nichts von. Enderman vor der Nase auf 12 Uhr. Oh, Endermännchen und Creepy. Hallo Creepy. So. Hä? Der hat mir auch nichts gegeben. Was geht denn jetzt ab? Die Endermänner geben mir keine Perlen mehr. Trotz des besonderen Schwertes. Eieiei. Ich werf schon mal ein Enderauge, damit ich schon mal weiß, in welche Richtung ich fliegen muss. Was? Ah, diese Richtung. Nach Nordwest ungefähr. Manchmal sieht man das Enderauge gar nicht, wohin es fliegt. Wanted, Enderman. Seine Perlen. Keine Perle der Natur, sondern eine Perle des Männchens. Interessantes Biom, nur aus Schotter. Ich glaube, du müsstest deine Batterie auch mal ein bisschen ausbauen. Ja, mache ich auch noch. 10 Millionen ist. Schon leicht mehr. Glück gehabt. Ist mir wieder in die Tasche gefallen. Endermännchen, ich komme. Sei brav, gib ihm Perlchen. Guten Feinden gibt mir doch ein Perlchen. Oder zwei oder drei. Autsch. Was bist du? Ich glaube, bei mir spawnen keine Endermänner mehr, weil die alle bei mir im Killer hocken. Ja, das wäre schon mir fast logisch. Weil du hast ja eine richtige, das ist ja ein schönes, richtiges Loch für den Spawn dieser Monster. Hier ist tatsächlich kein einziger drin. Oh, das überrascht. Ja, definitiv. Ich entschuldige mich, liebe Zuschauer, für den Lärm im Hintergrund. Aber es ist, wie gesagt, normal. So. Was hast du gemacht? Du warst voll, du warst auch voll. Endermännchen!
Kommt alles nach, kommt alles nach. Bitte nicht die Spawn-Endermännchen. Wo bist du da unten? Komm zu Papi. Ich weiß, dass du es auch willst. Komm her. Hä? Da. So. Jetzt habe ich 14 Enderperlen. Das müsste ausreichen. Minuten noch, bis das Craft fertig ist. Ja, lass die Bögen fliegen. So. Quatsch, Zertus, Quarz. Ja, das wird doch. Oh doch, ich hab Quatsch, Zertus, Quarz. Meta-Quarz haben wir auch. Und Redstone sollten wir theoretisch auch haben. Du nahezu jetzt schier unendlich, weil du ja diese speziellen Blümchen hast. Diese Red Orchids. Eine, ja, toll. Bitte nicht Ozean. Ich hasse es, wenn das Endportal über den Ozean ist. Mist, die Endpfeile ist zersprungen. Das, ne? Ach ne, nicht mehr, kurz das, ups, das, oh, bitte komm. Also da müsste ich eigentlich auch noch einen Importer ransetzen. Bin zu weit. Mist, auch zerfallen. Was kann man eigentlich mit Rottenfleisch noch machen? Mit Rottenfleisch? Könnte man das noch für Leder machen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Doch, kann man. Ja? Wunderbar. Zu Leder oder zu Blut? Ja, zu Blut sowieso. Das ist gut. Gib mir mal das rote Fleisch, dann arbeiten wir es gleich mal durch. Ja. Ach so, nee, das ging ja nur in einem Bettchen Ofen. Genau das, was ich befürchtet habe. Ich werfe die Enderperlen, ich habe keine Ahnung, wo sie hingeflogen ist. Da. Schlecht. Könnte richtig sein. Oh nein. Also wenn. Ja, yeah, okay. Ja, das ist schwierig. Wenn es da nicht scheitert, dann raste ich aus. Alles klar, ich denke hier. Ich schon dabei bin. Meins. Wo bist du? Da bist du. Ach,
Nee, ich brauche noch eine Kapazitätskarte. Echt, ich habe keine Karten mehr. Nein, ich hab's gewusst. Oh, ups. Ich hab's gewusst. Eine Höhle, immerhin etwas. Entropiekristalle, die sind auch seltener. Hier ist ein Dungeon, wie schön. Kein schützertes Kreuz mehr. Tja, aber ich würde sagen, liebe Zuschauer, bevor wir hier weiter erkunden und das Endportal hier suchen, sage ich mal, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.